Nachdem das im vorletzten Jahr so gut geklappt hatte mit der Benefiz-CD, hatte ich mir überlegt, dass es schön wäre, wenn das irgendwie weitergeht. Also wenn man weiterhin für einen guten Zweck Orgel spielt. Das sind ganz tolle Lieder. Da ist für jeden was dabei. Na, der ist doch verstimmt, sag mal. Ein Franzose auf einer Demonstration in Demmin. Das ist doch Krawalltourismus, oder? Heute ziehen wir mal wieder alle Register. Na, man muss ja auch wissen, was die Band so musikalisch fabriziert. Das mit dem Präsentkorb, das war pfiffig. Da war ja das Album drin. Da hört man natürlich mal rein. Neben dem Lärm sind dann auch ganz schöne Liebeslieder dabei. Und dann auch wieder eindeutig nicht staatstragende Parolen. Der Wolf im Schafspelz, sage ich da nur. Und das ist das Gefährliche. Der Erlös geht dieses Mal nicht an die Tafeln, sondern an all die Einrichtungen, die... Entschuldigung, ich bin im Interview. Landespressekonferenz? Herzchen, die ist doch erst morgen. Aha. Da bin ich nicht informiert worden. Ja, du hast ja recht. Halbe Stunde. Moment, sind wir hier fertig? Ja, dann nehme ich jetzt den Helikopter, das passt schon. Es tut mir wirklich sehr leid. Termine übereinander gelegt und vielen Dank, hat mich gefreut. Mit dem diesjährigen Verfassungsschutzbericht über die Arbeit der Verfassung. Personenpotenzial extremistischer Subkulturen. Sachstand in der Aufklärung des Geschehens um den NSU. Das ist ein komplizierter Satz. Darauf bin ich in gewisser Weise stolz, dass hierzulande kein Untersuchungsausschuss nötig oder notwendig geworden ist. Vielleicht noch ein Satz dazu, dass wir ein staatliches Versagen definitiv ausschließen. Der Mord in Rostock ausschließen können. Ja. Auch die Kontakte zu ortsansässigen Neonazis sind restlos aufgeklärt. Auf jeden Fall das mit dem Vertrauen. Ja, ja. Das mit dem Vertrauen. Da können Sie mir ruhig vertrauen. Gut aus. Linksextremistische Aktionsfelder. Ah, ja. Feine Sahne Fischfilet. Soll man die nochmal rausbitten? Neue Erkenntnisse im Berichtszeitraum. Sie fordern die Auflösung des. Sie fordern die Auflösung des Verfassungsschutzes. Dass Bands wie die Toten Hosen oder auch Bräuler oder andere Bands, dass sie sich wirklich überlegen sollten, ob sie solchen Extremisten weiterhin ein Problem bieten. Oder? Gut, machen wir so. Dankeschön. Personenpotenzial extremistischer Subkulturen. In welchem Dekorraum ist er denn?